Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Rennstrecke. Wir nehmen uns heute die alte Reitbahn andersherum hier bei Jasper in Golden Hills vor. So. Hier geht es gleich direkt nach dem Start links rum um den Baum. Und ich empfehle euch, hier hinten diesen Stallsprung mit den Baumstämmen von links anzureiten und dann nach rechts schon drüber zu springen, um hier vor dem Baum rum und über den Zaun zu kommen, über die Mauer. Das spart ein paar wertvolle Sekündchen. Hier möglichst eng am Zaun vorbei, so dass ihr gerade eben so nicht hängen bleibt. Leider können wir hier nicht so schön abkürzen wie auf der anderen Rennbahn. Hier müssen wir leider die Hindernisse überspringen. So, hier unten können wir jetzt aber an den Zaun vorbeireiten. Denn wir wissen ja, das Springen kostet immer ein klein bisschen Zeit. Deswegen reite ich auch hier vorbei. Genauso wie hier. Hier müssen wir jetzt allerdings wieder springen. Hier können wir jetzt leider auch gerade nicht so großartig abkürzen. Hier heißt es direkt rechts rumreiten. Hier über den Zaun drüber und dann hier links an den Kürbissen vorbei. Da habt ihr am wenigsten Kürbisse liegen, die liegen euch dann nicht im Weg rum. Hier dann wieder rechts halten. Über den Baumstamm drüber. Achtung, hier ist auch noch einer. Dann hier direkt rechts weiter und über die Mauer drüber kreuzen. Und das war's auch schon, dann sind wir im Ziel. Das war jetzt so die Strecke, wie ich sie immer reite. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wenn ihr vielleicht noch Abkürzungen kennt, könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag zur nächsten Rennstrecke und zwischendrin in den normalen Let's Play-Folgen wieder. Bis dahin, tschüss!